Hallihallo, ihr lieben Fräulein Jens, zu einem neuen Foodhaul von mir. Ich habe gerade wieder unseren Wocheneinkauf bei Penny gemacht und zeige euch, was ich so alles eingekauft habe und wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. Wie immer geht es los mit unserem Wochenplan, den ich in meinem Handy gespeichert habe. Und da werde ich ganz oft danach gefragt, wo ich das denn eintrage. Also das ist einfach so eine Notiz-App, die war aber schon vorab auf dem Handy installiert. Also das ist überhaupt nichts Großartiges, aber ich finde es halt einfach super praktisch. Ich schreibe mir hier wirklich alles auf meine To-Do-Liste. Videoideen stehen hier, also alles Mögliche und unter anderem halt auch unsere Einkaufsliste. Und hier hört es wieder nicht auf zu piepen. Ich mache mal ganz kurz den Ton aus hier. Also los geht es. Bei uns gibt es heute Eiernudeln und einen Tomatensalat. Ich habe übrigens ganz viel nach Vorräten gemacht, was jetzt halt noch da ist und habe geguckt, was ich da kochen kann. Genau, dann gibt es bei uns Zucchini-Macaronis. Habe ich gesehen bei Instagram bei Lieblings2. Ihr kennt sie vielleicht, ich habe sie ja schon öfters erwähnt und das sah so ultra lecker aus. So kann man den Kindern auch richtig schön das Gemüse so ein bisschen unterjubeln. Also da macht die immer ganz, ganz tolle Rezepte. Schaut gerne mal bei ihr vorbei. Und dann gibt es bei uns noch einen gebratenen Reis. Dann haben wir Kartoffeln mit Spinat und Rührei, wurde sich von Janis gewünscht. Dann gibt es einmal Pizzabrötchen. Wir haben Käsespätzle und Salat. Und dann von letzter Woche nehmen wir noch die Reissuppe mit. Ihr habt es ja vielleicht in meinem Vlog gesehen. Bei uns gab es außer der Reihe einen Döner. Und dementsprechend hatte ich jetzt noch ein Gericht übrig. Jawohl. So, dann würde ich sagen, wir legen los. Und zwar mit den Kühlprodukten. Übrigens, bleibt unbedingt dran. Ich habe nämlich heute am Ende des Videos noch eine kleine Überraschung für euch. Einfach als Dankeschön, weil ihr mich echt sehr, sehr krass unterstützt in letzter Zeit. Und da wollte ich euch auch was Gutes tun. Wie gesagt, kommt aber Ende des Videos, da werde ich euch das dann noch einspielen. So, also fangen wir an mit Kühlprodukten. Ich habe geriebenen Käse gekauft, war diese Woche im Angebot. Und zwar von Milram, der Pizza-Liebe-Käse. Gouda und Mozzarella ist da drin. Hat 1,39 € gekostet. Fand ich ganz gut im Vergleich zu 2,19 €. Und deshalb ja, habe ich zwei Pakete mitgenommen. Dann durfte wieder ein Paket Eier mit. Einmal die streichzarte ungesalzene Butter. Die kennen ja mittlerweile alle von mir. Und übrigens, ihr glaubt es nicht, ich habe total vergessen, meinen Latte Macchiato to go zu kaufen. Das muss man sich echt mal vorstellen hier, gell? Ist ja so eine kleine Sucht von mir, ne? Ja. So, dann habe ich wieder einmal mitgenommen Schlagrahm. Ein Paket durfte damit. Und dann war der Joghurt mit der Ecke im Angebot. Pelche Joghurt in der Palz, wisst ihr ja mittlerweile. Da habe ich 4 Stück eingekauft. Zweimal habe ich ganz klassisch mit dem Schokobällchen. Dann einmal habe ich mit Waffelwürfel. Und einmal habe ich New York Style knuspriger Schokokeks mit Vanillecreme. Yes. So, dann durfte zweimal Schmand mit. Das kommt bei mir immer mit in die Pizzabrötchen rein. Dann hat mich der Frühlingsquark wieder angelacht, war im Angebot für 69 Cent. Achso, ich habe euch gar nicht gesagt, was ich ausgegeben habe. 81,19 € waren es. Also ich finde, das ist ganz okay für einen Wocheneinkauf. Und ich habe auch wieder Getränke im Auto. 2 Sixer Multivitaminsaft, 1 Sixer Wasser, weil ich habe, okay, man sieht es jetzt nicht, da hinten in der Ecke noch mehr als genug Wasser stehen. Und unten habe ich auch noch, habe aber dann noch eine, also genau, und noch so ein Karton Apfelsaft, also mit 6 Pakete habe ich noch eingekauft und ein Sixer stilles Wasser, weil die Celine trinkt nur stilles Wasser. Genau, das habe ich wie gesagt noch im Auto und ich finde dafür für 81 € ist das absolut im Okay-Bereich, ne? So, französischer Weichkäse durfte einmal mit. Ihr wisst ja, Celine und Janis essen den ganz gerne. Deshalb habe ich den eingekauft. Dann habe ich jetzt entdeckt, yay, der Penny hat Bergkäse am Stück. Sonst habe ich mir ja bei Lidl immer einen Wolf gesucht und habe den in Scheiben gekauft, Sister, ja. Aber da habe ich ihn jetzt am Stück bekommen, was am besten ist halt für die Käsespätzle. Und dafür habe ich eingekauft Knöpfle. Weil meine Kinder einfach viel lieber Knöpfle essen. Und ihr wisst ja, ich habe die auch schon ganz oft selbst gemacht, aber die Kinder mögen es einfach überhaupt nicht, selbstgemachte Spätzle. Und deshalb, ja, kaufe ich halt die fertigen. So, dann habe ich mitgenommen 2-mal Rahmspinat und 1-mal ebenfalls im Angebot war von Benjamin der Junge milde Käse.
Nee, Benjamin, so heißt er, von Milra. Ich glaube, 1,39 €. Und dann hat sich mein kleines Töchterlein bei mir bestellt. Sie möchte mal wieder Dino-Nuggets. Und das sind diese Hähnchen-Dinos. Und da habe ich jetzt ein Paket mitgenommen. Genau, so, das war jetzt erstmal das. Dann hole ich mir mal das nächste Körbchen her. Das ist echt richtig mies schwer. Ich sag euch, bis ich das wieder alles hochgeschleppt hatte. Weil die Kinder sind ja in die Schule. Der Alltag hat uns wieder auf jeden Fall, gell? So, weiter geht's mit Obst und Gemüse. Da habe ich für die Celine Feigen mitgenommen. Denn das ist so ihre neue Leidenschaft, die Feigen. Die sind ja in Kroatien echt an jedem Baum gewachsen. Also da gab es Feigen, so viel konnte man gar nicht essen. Und ja, Celine hat sich da mit meinem Vater immer total drüber gestürzt. Und deshalb habe ich jetzt mal eine Packung mitgenommen. Dann für den Janis habe ich mal Kiwi-Beeren mitgenommen. Ich hatte ehrlich gesagt immer nur die normalen Kiwis. Jetzt heute mal Kiwi-Beeren einfach mal, um zu gucken, ob es ihm schmeckt. Und ihr wisst ja, Äpfel, Trauben und so weiter haben wir alles. Und Pflaumen, genau, haben wir auch. Haben wir ja alles im Garten. Deshalb kaufe ich im Moment nicht so viel Obst, weil ich will halt das verwerten natürlich, was ich da habe, anstatt frisch zu kaufen. Ich denke, das versteht jeder, ne? So, dann habe ich mitgenommen einen Sack Zwiebeln. Ist mir nämlich fast ausgegangen. Und es ist ja sowas, das hat man irgendwie immer im Haus, oder? Dann durften einmal Cherry-Tomaten mit. Dann habe ich normale Tomaten eingekauft. Einen Moment, kommt sofort. 8 Stück habe ich da mitgenommen für den Tomatensalat, genau. Dann durfte wieder dieser Paprika-Snack-Mix mit. Meine Kinder essen das total gerne. Ich finde es einfach auch super praktisch für in die Lunchbox mit rein, weil ich wasche die einfach nur und lege sie mit rein und die knappern sie dann so. Ja, das ist ganz praktisch, wie gesagt. So, dann durfte eine Stange Lauch mit. Kommt bei mir zum gebratenen Reis. Und für die Zucchini-Macaroni habe ich natürlich auch Zucchini eingekauft. Insgesamt 2 Stück. Dann durften Paprika mit. Da habe ich eine rote und eine gelbe eingekauft. Ja, diese Woche gab es die einzeln. Ist aber auch nicht immer so bei unserem Baby. Dann habe ich 2 Salatgurken. Nächste Woche möchte ich übrigens vielleicht mal wieder zu Aldi einkaufen. Also ich gucke jetzt, seit ich im Moment nur in den Nachbarort fahre. Weil ich sage es euch ganz ehrlich, bei den Spritpreisen im Moment, also das war vorher schon so, dass ich einfach so geizig war. Und jetzt bei den Spritpreisen sowieso. Deshalb fahre ich im Moment weder zu Lidl noch zu Kaufland, weil es mir einfach bei den Spritpreisen zu viel ist, sage ich euch ganz ehrlich. Ja, man muss jetzt gerade echt sparen, wo man nur kann, oder? So, Bananen duft noch mit, denn die wachsen leider nicht bei uns im Garten. Dann habe ich noch hoch, hätte eigentlich zu den Kühlprodukten gehört, dieser Eiersalat-Brotaufstrich. Habe ich mir jetzt schon echt länger nicht mehr gekauft und heute musste er auf jeden Fall wieder mit. Frischkäse habe ich übrigens heute keinen gekauft, habe ich noch genug im Kühlschrank. So, dann habe ich Biomöhren eingekauft, brauche ich ja überwiegend. Für was brauche ich denn die? Für die Reissuppe und für noch irgendein Gericht habe ich sie gebraucht. So, und als letztes habe ich dann mir noch dieses Penny-Heft mitgenommen. Ich mag das total gerne. Ich kann euch das echt empfehlen. Also es kostet ja auch nichts. Bei uns an der Kasse wird mir immer gefragt, wenn es neu raus ist, ob man eins haben möchte. Und da sind echt coole Rezeptideen drin. Da sind auch immer so Deko-Ideen, Bastel-Ideen. Coupons sind unter anderem halt auch drin. Und ja, ich finde das Heft echt richtig gut. Ich hole mir das übrigens auch immer bei Edeka. Ist jetzt hier keine Werbung oder so, ne? Aber wollte ich euch einfach mal sagen, weil sich das teilweise echt lohnt, sich da mal so ein Heftchen kostenlos mitzunehmen. So, und dieses Körbchen ist leer, da ist nur noch der Kassenzettel drin. Kommt an die Seite und dann geht es weiter mit, ja, ein bisschen was Ungesundes habe ich auch eingekauft. Denn bei Penny ist die Woche die Aktion Kauf 3, zahl nur 2. Da habe ich ein bisschen was mitgenommen. Ja, Produkte von Kindern, ihr wisst, die essen wir alle hier gerne. Und wie gesagt, ich habe 1,60 € pro Packung bezahlt und das dritte war frei. Also 3,20 € für 3 Packungen. Einmal durfte Kinderriegel mit, einmal Kinderpreno und einmal Kinder Country. Und das sind auch so Sachen, die muss ich tatsächlich verstecken. Denn wenn ich die jetzt hier offen auf den Tisch stellen würde, da wäre definitiv heute Abend nicht mehr viel von übrig. Ist es bei euch auch so? Also es ist ja nicht so, dass, also ich lasse die Kinder schon was Süßes essen, bin ich ganz ehrlich, weil was bringt es, wenn ich verbiete, dann sind sie irgendwo zu Besuch, dann hauen sie doppelt so viel rein. Also ist meine Meinung. Ja, aber
wie gesagt, alles in Maßen und nicht in Massen. Und deshalb verstecke ich ganz oft ein bisschen was, bin ich ganz ehrlich. Das brauche ich bestimmt genauso, oder? So, dann gab es noch die Aktion, kauf zwei, zahl nur eins. Und deshalb habe ich noch Chocolate Chips mitgenommen und einmal Schoko Crossies. Und somit sind auch erstmal mehr als genug Süßigkeiten wieder im Haus. Das reicht erstmal, aber wie gesagt, bei den Angeboten, da wollte ich schon ganz gerne was mitnehmen. So, dann habe ich mir noch was mitgenommen. Es hat mich einfach so angelacht. Ich habe das jahrelang, wirklich jahrelang nicht mehr gekauft. Aber heute, es musste einfach mal wieder sein. Ich habe mir einen Schokotrink geholt. Ja, habe ich, wie gesagt, schon jahrelang nicht mehr gemacht. Mache ich auch nicht wirklich, also habe es nicht nochmal vor. Aber heute, ich hatte einfach Bock drauf. Und da dachte ich, Jasmin, gönn dir einen Schokotrink. Ach Gott, ey. So, dann habe ich noch Brot mitgenommen. Und zwar so ein Bauernleiberl steht da jetzt drauf. Weizenmischbrot. Ja, das habe ich immer ganz gern für Notfall da. Ich kaufe aber ganz viel unser Brot in der Bäckerei. Die haben wir nämlich direkt nebenan. Das schmeckt einfach nochmal ganz anders wie abgepacktes Brot. Ja, so, dann habe ich mitgenommen Aufbackbrötchen, zwei Stück für die Pizzabrötchen dann die Woche. Und dafür habe ich auch mitgenommen einmal Champignons und einmal Tomatenmark. Dann, wie so oft in letzter Zeit, habe ich dann auch wieder Brechbohnen mitgenommen. Ihr wisst ja, ich mache daraus den Bohnensalat, weil wir lieben den einfach total. Ja, so, dann habe ich noch Nudeln geholt, solche Hörnchennudeln. Also anstatt diese Zucchini-Macaroni mache ich sie halt mit Hörnchen. Dürfte einmal mit. Und zum Schluss habe ich noch 5 Packungen Milch, die mit 3,5% Fett eingekauft. Ja, also das war jetzt erstmal unser Wocheneinkauf. Ich verräume jetzt ganz schnell mal die Kühlprodukte und dann melde ich mich gleich wieder bei euch für die Überraschung, die ich eben angekündigt hatte. Einkauf ist verräumt. Ich melde mich wieder mit der angekündigten Überraschung zurück. Ja, also, und zwar ist es so, mich hat die liebe Nicole, das ist so eine unfassbar liebe Person, wirklich ein richtig, richtiger Herzensmensch. Und sie hat mich auf jeden Fall angeschrieben, hat gefragt, ob ich denn nicht als kleines Dankeschön, weil ihr mich halt gerade echt so unfassbar krass unterstützt, hat sie gefragt, ob ich denn nicht was verlosen möchte, was sie mir kostenlos zur Verfügung stellt. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich darüber gefreut habe, dass ich einfach an euch was weitergeben darf. Und wie gesagt, die Nicole, die ist die ist wirklich klasse, die Frau. Und ich arbeite auch schon über 2 Jahre mit ihr zusammen. So, jetzt fragt ihr euch überhaupt, was sie macht. Unter anderem macht sie Lavendelkissen, Zirpendecken, also ganz, ganz tolle Produkte. Und wir nutzen die auch wirklich seit über 2 Jahren schon. Wer mir schon länger folgt, der weiß das auch. Und das sind einfach Produkte, wo ich zu 100% dahinter stehe. Das sind Handmade-Produkte direkt von ihr aus Österreich. Also wirklich, wie gesagt, ganz, ganz tolle Produkte. Ich stehe zu 1000% sogar dahinter. Und ich fand es einfach super, super lieb, dass sie gesagt hat, ich darf an einem von euch eine Zirpendecke verlosen. 1,40 Meter auf 2 Meter. Und sie lässt mir auch komplett freie Hand. Sie hat auch gesagt, ich muss hier keine Werbung machen. Ich soll es einfach nur verlosen. Aber da sie halt eh schon so ein lieber, lieber Mensch ist, möchte ich sogar für sie Werbung machen. Auch wenn es hier überhaupt nicht beauftragt ist. Deshalb erstmal vorab, ihr findet ab jetzt immer dauerhaft unten in meiner Infobox den Link zum Shop von Simplesleep. Und selbstverständlich findet ihr auch dort einen Rabattcode, der dauerhaft für euch gültig ist. Also es ist nicht nur die nächsten 1-2 Wochen, sondern wirklich dauerhaft. So, das wollte ich jetzt erstmal noch ganz kurz dazu gesagt haben. Und wer von euch jetzt Bock hat auf eine richtig, richtig coole Zirpendecke, die man übrigens im Sommer wie im Winter nutzen kann, ich habe die jetzt 2 Jahre durchgehend auf dem Bett drauf. Also nie jetzt irgendwie gewechselt. Und wer die jetzt auf jeden Fall haben möchte, Mensch, Jasmin, komm auf den Punkt. Das reicht eigentlich, wenn ihr mir dafür ein Däumchen nach oben da lasst für dieses Video und wenn ihr mir unten einen Kommentar schreibt, warum ihr die Decke haben wollt. Also mir wäre es wichtig, dass ihr schreibt, warum ihr sie haben wollt. Einfach aus dem Grund, dass ich halt auch ausfiltern kann, wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte und wer nicht. Und natürlich würde ich mich riesig freuen, wenn ihr der lieben Nicole auch bei Instagram folgt. Es ist kein Muss, aber ich würde mich halt einfach freuen, ja, wenn ihr sie auch so ein bisschen unterstützen würdet. Weil wie gesagt, es sind echt ganz tolle Produkte und sie ist so, so lieb. Aber das habe ich euch jetzt schon ein paar Mal gesagt. Also ihr wisst Bescheid, ich schreibe euch die Teilnahmebedingungen nochmal unten rein.
Und ich würde euch dann auch in den Kommentaren anschreiben, wer denn die Zirpendecke gewonnen hat, und würde dann mit euch quasi weiter dann wahrscheinlich per E-Mail kommunizieren oder Instagram und würde eure Daten, das sage ich gleich dazu, an die Nicole weitergeben, denn sie verschickt es dann direkt aus Österreich an euch. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Also wie gesagt, schaut auf jeden Fall nochmal in die Infobox rein, sollte jetzt irgendwas unklar sein. Ja, und ich hoffe, ihr freut euch, dass ich euch da eine kleine Freude machen kann. Also mich hat es auf jeden Fall gefreut. Und ja, jetzt würde ich dann auch den Foodtoll an dieser Stelle beenden, ihr Lieben. Ich freue mich wie immer über euer Däumchen nach oben, über euer Feedback unten in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Ich glaube, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, Mittwoch oder Donnerstag. Ich habe die Woche auf jeden Fall auch wieder 4 Videos für euch, weil noch 2 vorgedrehte Urlaubsvideos kommen. Und danach geht es dann ganz aktuell weiter. Ja, in diesem Sinne, bis die Tage, ihr Lieben. Ciao.